Wir sind wieder da. Ich bin wieder da. Yay. Was mache ich jetzt? Wo war ich? Genau. Okay. Wir gehen ins Schloss. Wenn es dunkel ist. Nein, wir gehen jetzt. Okay, ich habe von einem anonymen, ich sag mal Anrufer, den Tipp erhalten, nicht mehr zu rollen die ganze Zeit. Auch wenn man damit schneller läuft, es soll nerven. Okay, mach ich. Kein Ding. Das war Breakman. Petze, Petze. So. Was gibt's denn hier so Schönes? Nee. Gibt's hier nicht einen Spielsalon oder so? Hier. Verpiss dich. Arschgeil. So. Schießbude. Gibt's hier irgendwie... Was ist hier drauf? Schießbude. Ein Spiel kostet 20 Rubine. Es gibt 10 Ziele. Du hast 15 Versuche. Nutze deine Chance. Überraschungspreis. Zweite Chance. Chance vertan. Leute an der Theke lehnen. Leute, die andere besten. Dies hasst der Betreiber. Okay. Ich lehne mich an die Theke. Moin. Ich probiere das mal. Rede mit mir. Willst du ein Spielchen wagen? Es kostet dich nur 20 Rubine. Ja. Okay. Das hier ist nur was für echte Kerle. Die berühmteste Schießbude des Landes. Stell dich auf die Plattform und ziele genau. Du hast 15 Schüsse. Muss alle 10 Steine treffen. Schieße mit B. Fertig? Dann los. Viel Glück. Okay, mit B. Bam. Oh, gar nicht so einfach. Wow, what the fuck? Nein, bleib da. Okay. Yeah, nice, ey. What the fuck, what the fuck, what the fuck? Boah, noch geschafft. No, ja, oh Gott, ich bin so gut. Nein, mir fehlte einer, ey. Nun gut, du darfst es noch einmal versuchen. Umsonst. Diesmal wirst du es schaffen. Okay, Junge, ich werde dich nicht enttäuschen, Mann. Die kann man hinterm Tresen. Peng. Ich glaube, man kann sich die Reihenfolge merken. Der nächste kommt da. Yes. Jetzt fliegt der Grüne. Yeah, ich hab's drauf. Zwei blaue. Den treffe ich. Den treffe ich nicht. Doch. Nein. Oh Gott. Schon wieder? Na gut, jetzt aber. Komm. Bam. Bam. Oh, meine Schüsse können alle gehen. Nein. Naus. Gefällt. 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 Alter, der gibt mir nicht... Oh, fuck! Der gibt mir keinen nach, ey. Oh, ich hab verloren. Na, wenigstens habe ich den getroffen. Ne. Gibt doch kein Geld mehr hier aus, ey. Scheiß Bude. Fuck, ich brauch Geld. Ne, 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 was willst du? Ach, der da kann man Sachen verkaufen. Ich brauch Geld. Oh, geht weg hier. Ich will nicht mit euch reden. Kannst du dir vorstellen, dass er sich tatsächlich ins Schloss hineinschleichen wollte, um Prinzessin Zelda zu sehen? Wegen diesem Idioten haben sie die Bewachung vor dem Schloss noch verstärkt. Hahaha. Trottel. Oh Gott, ey. Hier gibt's Geld. Rubine. Ja. Gib mir Rubis. Das hier muss die königliche Schatzkammer sein oder sowas. Oh, 5 Stück. Na los. Ey, fuck, ist hier viel Geld.
Was hat er jetzt zu sagen? Mann, ist mir langweilig. Es wäre bestimmt spannender. Okay, ich hab's weggedrückt. Zah, zah. Zah, da. Ja. Ah ja. Oh, nerv nicht, ey. Ich hasse es, die Kisten zu zerstören, das ist so behindert. Ja, Mann. Oh, cool. Geil. Ah, ich hatte von irgendwem einen Tipp bekommen. Warte mal, wo war das? Genau. Oh, da gehe ich jetzt hin, das ist geil. Aber erst spiele ich weiter. Nee. Ja gut, dann probieren wir es nochmal, wa? Diesmal werde ich nicht versagen. Ich will den Überraschungspreis haben. Ja, go. Ah, okay. Peng. Peng. Welcher kommt jetzt? Stipp. Oh. Oh Mann. Zwei. Na gut, ich darf es nochmal versuchen. Das ist nett von dem. Zack. Zack. Ach, ich darf meine Schüsse nicht verschwinden. Jetzt. Oh, knapp. Nein. Ja, geschafft. Ich bin begeistert. Klasse, göttlich. Hier, nimm dieses einzigartige Präsent an dich. Du hast eine Munitionstasche für Dekokerne erhalten. 40 Kerne, geht voll. Was gibt es als nächstes? Hallo? Überraschungspreis. Ich glaube, ich mach's nicht nochmal. Oder kriege ich dann ein Herzteil? Okay. Jetzt gehen wir hier lang. Hier ist nämlich eine goldene Skulptulla. Das ist ganz geil, dass ich die nicht selbst suchen muss. Ich weiß nämlich, glaube ich, nicht mehr ganz alle. Zum Beispiel die hier habe ich vergessen. What the fuck, hier ist keine. Ah, warte. Ja. Vielen Dank an, ich weiß nicht, wie er hieß, dafür, dass du mir das hier gesagt hast. Ich werde es aber hinzufügen mit einer Anmerkung. Danke dafür. Okay, jetzt kann ich auch warten, bis es dunkel wird. Ich glaube, wie war das? Er hat geschrieben, da wo die Eule auf dem Baum saß. Ist eine Skulptulla, du Kacknoob. Oder so ähnlich hat er geschrieben. Habe ich schon Flaschen? Schade. Mal Geld. Okay, jetzt ist dunkel. Jetzt gehen wir nochmal in die Stadt. Da ist jetzt nämlich die Hölle los. Oh mein Gott, überall Köter. Okay, es sind 2, 3, 4. So viele sind es gar nicht, wa? So, es gibt eine Frau, die braucht ihren Köter. Und ein Köter müsste mir hinterherlaufen. Das wäre dann ihrer. Ja, ist es der? Ist es der? Ja, der ist es. Komm her. Komm her, habe ich gesagt. Ach so, der läuft mir so hinterher. Ich dachte, ich soll den hochheben. Da gehen wir mal in die Gasse hin. Das Vieh ist immer noch hinter uns. Und hier ist sie hoffentlich drin. Dicke, fette Frau. Nein, hier ist sie nicht. Ich kann auch nachts einfach in irgendwelche Häuser reingehen, ne? Ist kein Ding.
Mit meinem Hund hier. Ey, wo ist denn das? War hier die Tür? Nö, das sind keine Türen. Die Gasse sieht so scheiße aus. Da ist die Tür. Komm her, Köter. Ich hab was für dich, dicke, fette Frau. Ah, das ist nicht mein Hundi. Wie kannst du meinen Liebling mit so einem, mit einer Zeckenmatte verwechseln? Okay. Behält die trotzdem. Shit. Wieso ist das nicht ihr Hund? Ich dachte, der läuft dann hinterher. Wie kriege ich die anderen jetzt hier mit? Ich kann die ja nicht hochheben, oder was? Ach shit, ey. Die laufen mir alle hinterher. Das muss ihr Hund sein. Das rieche ich. Das ist klar, dass das ihr Hund ist. Komm her. Oh, lass mich in Ruhe. Fick die Scheiße. Wir geben nicht auf. Ihr Hund ist keine Zeckenmatte. Ich glaube, das ist der hier ganz hinten. Ey. Du bist der Hund des... Du bist der auserwählte Hund. Du kommst jetzt mit. Wow, 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 wow. Hör auf zu meckern, ey. Es muss doch irgendein Indiz geben, dass man sieht, okay, der ist es. Der und kein anderer. Ja, sehr schön. Richard, das ist ja mein kleiner Richie wieder. Da ist ja mein kleiner Richie wieder. Vielen Dank. Bitte nimm dies als Belohnung an dich. Herzteil! Zum Dank mache ich auch noch deine Kiste kaputt. Wenn ich das hinkriegen würde. Yo. Ich kann auch die Wand kaputt machen, ey. Hier wackelt ja schon alles. Geschafft. 5 Rubine, nice. Was eine Belohnung, ey. So, wir haben das Schießrätsel. Die Tür ist zu. Keine Ahnung, was gibt's noch? Das wäre erstmal alles, glaube ich. Ein Laden, ein Zauberladen. Maskenladen, der hat zu. War ja klar. Nun denn. Bewegen. Ach so, wir können ja gar nicht raus. Scheiße. Oh, das ist so behindert, ey. Dass hier die Zeit jetzt so still bleibt. Okay, sonst hätte man auch keine Chance, die Hunde irgendwie zu finden, aber... Anyway. Der auf? Die Wache glotzt schon blöd, ey. Was macht dieser kleine Bengel da? Nur tagsüber geöffnet. Schade. Ja. Okay. Dann warten wir hier nochmal. Vielen Dank nochmal dafür. Das war echt eine geile Hilfe. Du kannst mir ruhig noch mehr sagen, was die Skulltullers angeht. Da würde ich mich drüber freuen. Wir machen hier mal ein paar Übungen. Was passiert, wenn ich den abschieße? Was meint ihr? Still. Das juckt den gar nicht. Es geht durch ihn durch, ey. Ich spiele ein paar Liedchen. Ich kann keine Lieder spielen, die ich noch nicht... Achso, ich glaube, die Zeit bleibt stehen. Ups. Lieber mal nicht flöten, das dauert sonst noch länger. Ich kann keine Lieder spielen, die ich noch nicht kenne. Was sehr schade ist. Stirbbaum. Ich hack den jetzt ab, ey. Achtung. Boah, wie lange dauert das, ey? Ich frag den da oben jetzt, wie spät es ist. Gefailed. So, wie spät? Man erzählt sich, es sei 4.16 Uhr. Achso, ich zeig nochmal Breakman, wie man seitwärts läuft. Das hier ist die schnellste Methode. Geht einem natürlich auch ein bisschen auf die Eier, ne? Würdest du dann auch merken.
Oh Gott. Oder so. Der hat Stunts drauf, ey. So, es ist Tag. Jetzt können wir endlich raus aus der Stadt. Man müsste die Wache anreden können, dass der sagt, okay, wenn du willst, dann lasse ich dich raus. Jetzt gucken wir nochmal hier rein. Was bietest du mir heute an? Na, scheiße. Ich hätte gedacht, er sagt, oh, du hast mich voll ausgenommen, bitte spiel nicht mehr. Ist jetzt egal. Wahrscheinlich gibt er mir nur mein Geld zurück oder so. Pff, kannst mich mal. Raus hier, weg. Oh, ich will schneller laufen können. Okay, ich laufe jetzt ganz schnell, so seitwärts, zack. Warte, dann muss ich nochmal hier so hingucken und los. Ich muss mal gucken, wann man immer drücken muss. So, ich glaube, das geht. Ja, ich bin so schnell. Zap, 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 zap. Oh, bergauf jetzt. Das geht ab, das geht ab. Oh, das war doch eine ganz gute Punktlandung hier. Kann man schlecht einschätzen, ob der schneller war oder nicht, ne? Naja. Schreibt Kommentare, was meint ihr? Jetzt gehen wir mal mit Marlon reden. Talon? Ich glaube Talon. Ey, Mann. Mario, komm her. Gehen, was bin ich schon wach? Es scheint so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist. Vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hatte. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Oh, ich rette nur die Welt, nichts Besonderes. Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner hier sind super Hühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Ein Spiel kostet 10 Rubine. Machst du mit? Jo. Ich guck mal, ob ich jetzt sehen kann, wo die hinfliegen ungefähr. Das ist nämlich echt nicht einfach. Das eine habe ich gesehen, das ist auf jeden Fall hier. Komm her, Mistvieh. So. Eins ist hier hinten hingeflogen. Ich nehme mal dich. Fick dich. Komm her. Fick dich. Scheiße. Nee, verarsch mich nicht. Alter. Voll vergeigt. Voll vergeigt. Ey, du Mistkerl. 5 Rubine, okay. Ja, zeig her. Okay, das eine ist das hier. Ja, ich weiß. So, das nächste ist hier irgendwo hingekommen. Ich glaube, der hier ist es. Ja, Mann. Letzte Scheißvieh, ey. Komm her, du bist ein Superhuhn. Scheiße. Ja! Oh, ich bin der Beste. Wow, unglaublich. Du hast ein gutes Gespür. Ich habe keine Ahnung, ob man es irgendwie sehen kann, welche Hühner das sind. Ich mache immer nur auf gut Glück und guck, wo die landen, ey. Er freut sich, wenn ich Marlon heirate. Okay, warum nicht? War doch nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche Lonlonmilch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen ein geringes Entgelt auffüllen lassen. Das kann man aber, glaube ich, auch bei Kühen, ne? Jetzt will ich es wissen, ey. Obwohl, doch, ich mach das jetzt. Ich glaube, das geht nämlich wirklich.
Sind hier Kühe? Ich glaube, mit einem Stall bringt es nichts. Okay. Auf jeden Fall, vielleicht mache ich das nochmal. Man kann die Flasche auffüllen an den Kühen. Dann muss man nichts bezahlen. Ist jetzt egal. Ich cheate mich nochmal hier rüber. Hier ist die Talon. Ich hab's schon wieder vergessen, lol. Hoffentlich hab lol gesagt. Ah, der Junge aus dem Wald. Ey, ich hab eine Ocarina. Ey. Ich hab eine Ocarina. Bist du doof oder was? Hallo, bist du... Hey. Was soll das? Hä? Ich rede mit dir. Geht doch. Oh, eine hübsche Ocarina. Wirst du das Lied auf der Ocarina spielen? Okay, hier ist Eponas Lied. Ich kann so geil singen, Mann. Oh, fail. Okay, das tut weh. Das tut richtig weh. Jetzt muss ich mir das auch noch merken. Ich dachte, das wäre irgendwie so rum. Na egal. Yeah, Epona liebt mich. Epona ist so klein. Egal. Oh, was will die Eule jetzt? Hau bloß ab. Okay, jetzt. Was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir nach Kakariko. Alter, das Pferd entkommt. Das haut ab. Das nutzt die Gelegenheit, ey. Warte mal. Ja. Nochmals vielen Dank, das hat er mir nicht gesagt, aber das habe ich jetzt selber rausbekommen. Noch eine Skulltula. Die können also auch in Bäumen liegen. Ich hasse die Dinger so, ey. Wie viel habe ich überhaupt? Habe ich schon 10? Ich habe 6, schade. Okay. Kakariko, ich komme... Nee. Puh. Das war schwer abzuschätzen. Schneller. Boah, das ist echt Average Speed hier, Mann, ohne Witz. Okay, ich hör auf. Wie komm ich jetzt da? Ach, hier ist ein netter Weg nach oben. Nee, doch nicht. Oder doch? Doch. Yeah. Guck mal, ob hier auch eine ist. Schade. Ich hab ein Herz verloren? Warum? Kakariko. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Du kommst gleich mal mit. Du blödes Mistvieh. Gibt hier eine Quest, da muss man alle Hühner sammeln, die im Dorf rumfuchteln. Ey. Und das kann echt nervig sein. Da ist das erste. Ich weiß, ich bin der Beste. So, da oben gab es jetzt ein Herzteil. Ups.
Den brauchen wir hier nicht. Gucken wollte ich. Ich glaube, ich komme da hoch. Mal ausprobieren. Sonst muss ich das später machen. Also wenn es hier hoch geht irgendwie. Wenn ich mal was sehen würde. Nee, das wird nichts. So wird das nichts. Egal. Hier kann ich schon mal rüber. Zap. Komm her. Das ist so nervig, ey. Aber ich brauche diese Seite. Das ist wichtig. Ah, und der riesige Turm, da klettere ich auch mal hoch. Oh mein Gott, was ist das? Da oben ist nämlich der Dachmann. Ich weiß gar nicht, wie ich den jetzt anrede. Geht das von hier? Da. Ich komme nicht mehr vom Dach herunter. Aber dafür kann ich den Todesberg Tag und Nacht anschauen. Der Typ ist auch fail, ey. Wer hat diesen Turm gebaut? Und warum? So, da ist er. Komm ich da irgendwie runter? Ah, ich glaube, ich sehe da hinten einen Huhn. Runter. Ah, the pain. Das ist ja jetzt doof. Hey. Mit dem Vieh komme ich hier wohl auch nicht hoch. Nee. Jump. Plop, 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 plop. Oh shit. Das war ja fail. Wo ist das Huhn? Das hat sich noch schnell gerettet, wa? Ich brauch das aber noch. Oh Scheiße, nicht geschafft. Und nochmal das Ganze. Das ist so assi, man muss hier echt eine Punktlandung machen mit dem Ding. Und go! Wie knapp das ist! Wenn jemand eine andere Möglichkeit kennt, lasst es mich wissen, ey. So. Jetzt ist hier eins und da oben. Dann schmeiß ich das mal wieder rüber. Hol mir das untere. Blind. Oh, Loch. Schmeiß das auch rüber. Nicht ins Loch. Oh. Ich glaube, dann sind die resettet, die Scheißhühner. Nicht die im Käfig, sondern alle anderen, die außen drum sind. So, und jetzt versuche ich mal irgendwie. Komm her. Ne, das wird auch nichts. Wie kann man auf das blöde Dach rauf, Mann? Boah, ich falle.